ihr Lieben und willkommen zum zweiten Vlog in diesem Jahr. Tut mir sehr leid, dass ich eine kleine Zwangspause einlegen musste. Ich habe es gestern schon in meiner Instagram-Story gepostet. Ich hatte nämlich ein kleines Problem mit meiner Kamera. Die hatte auf einmal von jetzt auf gleich einen kleinen Defekt, der dazu geführt hat, dass ich die Kamera einschicken musste. Ich hatte zum Glück noch Garantie hier drauf. Also sie fiel gerade so gefühlt mit ein paar Tagen noch in die Garantiezeit von Sony. Und ja, ich habe sie eingeschickt, sie wurde repariert und jetzt habe ich sie gestern wieder zurückbekommen und jetzt kann ich endlich wieder vloggen. Fühlt sich sehr gut an und ich habe mir auch einen perfekten Tag ausgesucht, um wieder mit dem Vlog anzufangen. Die Sonne scheint nämlich endlich mal wieder. Ich freue mich so sehr. Ja, und heute ist Valentinstag. Happy Valentine's Day für alle, die es feiern. Ich bin ehrlich gesagt, also ich bashe den Valentinstag nicht oder so. Ich bin da nicht anti, was auch immer. Aber weiß nicht, für mich ist der Valentinstag jetzt nicht so der besondere Tag. Vor allem ist es ja mittlerweile auch eher so ein Marketing-Ding geworden und ich finde, man kann auch an jedem anderen Tag ein schönes Date haben. Aber ja, ich freue mich für alle, die heute sich irgendwie einen schönen Tag machen, nett essen gehen oder was auch immer. Ich werde den Valentinstag heute nicht mit meinem Freund verbringen. wir haben das beide irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass heute Valentinstag ist und haben uns anders verplant. Die Kamera wird mir schon wieder zu schwer. Ich habe mich ja auch schon obenrum in Laufsachen geschmissen, weil mich das schöne Wetter irgendwie gerade voll zum Laufen motiviert hat. Und nun habe ich noch meine Jogginghose und meine geilen Puschen, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das sind aber die geilsten überhaupt, hier die. Ich weiß gar nicht, woher die sind. Mama hat mir die geschenkt. Ja, ich hatte irgendwie einen sehr entspannten Slow Morning, der eigentlich gar nicht so geplant war. Ich hatte mir nämlich eigentlich den Wecker auf 6:30 gestellt und wollte so richtig produktiv heute durchstarten. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie muss ich meinen Wecker dann so im Halbschlaf ausgemacht haben und dann bin ich um 7:45 aufgewacht. Egal, es steht heute eigentlich eh gar nichts krass Besonderes an. Ich habe keine Termine oder so, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass ich ein bisschen länger geschlafen habe. Aber irgendwie mache ich mir selber immer so den Druck, dass ich früh aufstehen muss oder will, damit ich so morgens produktiv sein kann und dann so viel wie möglich schon abarbeiten kann. Aber ja, habe erstmal entspannt Kaffee getrunken und hier so ein bisschen rumgeräumt und endlich mal wieder gelesen morgens. Ich habe das ja im Dezember, glaube ich, ja, während Vlogmas, hatte ich so voll gut die Routine, dass ich morgens immer als erstes nicht irgendwie ans Handy gegangen bin oder, keine Ahnung, irgendwas ja, für die Arbeit direkt gemacht habe, sondern erstmal ein bisschen gelesen habe mit Readly. Die App hatte ich euch da im Dezember schon mal vorgestellt. Es ist halt so eine App, die hat über, ich glaube, 6000 Magazine, Zeitschriften, Titel, alles, was man jetzt so sozusagen in so einem normalen Zeitschriftenladen kriegt, online in einer App. Und man kann das immer und überall lesen, wo man möchte, auch offline. Man kann es sich abspeichern, runterladen, man kann sich seine Lieblingszeitschriften zusammenstellen und. Und ich finde diese App so nice, weil da einfach so viel gebündeltes Wissen und gebündelte Information ist. Irgendwie war das im Dezember so voll die schöne Routine, damit morgens immer zu starten und sich irgendwas durchzulesen zu einem bestimmten Thema oder halt einfach die News des Tages, was auch immer. Und, ja, das habe ich heute mal wieder angefangen. Also man findet halt wirklich alles von Lifestyle-Magazinen, Tageszeitschriften, Sportmagazine, Essensmagazine, Reisemagazine, was auch immer. Und ich habe erstmal angefangen morgens mit ein bisschen Zeitung lesen. Ein bisschen, ja, ein bisschen mich durch die Artikel durchgelesen, auch wenn es ja momentan einfach so ein bisschen bedrückend ist, Nachrichten zu lesen oder zu konsumieren, aber trotzdem finde ich das immer ganz schön, morgens ein bisschen up to date zu sein. Und dann bin ich durch Zufall so beim Rumscrollen, ich habe es mir abgespeichert hier unter meinen Lesezeichen, auf ein Travel-Magazin gekommen, das hier. Weil mein Freund und ich gerade so ein bisschen in der Reiseplanung sind und ja, wir sind noch nicht so 100% entschlossen, wo es dieses Jahr so für uns im Urlaub hingehen soll. Aber wir hatten ja überlegt, griechische Inseln, waren aber auch noch nicht so ganz sicher. Und jetzt habe ich habe hier einfach mal so ein bisschen durchgeswiped, hier werden nämlich so verschiedene Orte vorgestellt. Und ich hatte mir abgespeichert, hier, Milos. Sah eigentlich richtig, richtig schön aus.
ein bisschen was dazu durchgelesen, Bilder angeguckt und so. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Also, falls ihr irgendeine griechische Insel empfehlen könnt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, aber es ist irgendwie so ein bisschen überfordernd, weil es so viele gibt. Aber dafür war jetzt gerade dieses Magazin richtig nice, weil man das ein bisschen durchstöbern konnte. Weil ich das letztes Mal im Dezember so gut gefallen hat, habe ich nochmal mit Readly gesprochen und sie haben nochmal ein tolles Angebot für euch. Und zwar könnt ihr euch wieder 2 Monate bei Readly für 1,99 sichern. Ich schreibe euch alle Infos, wie ihr da dran kommen könnt, auch in die Infobox. Ihr könnt das auch jederzeit kündigen, also das ist keine Abo-Falle oder irgendwie sowas. Ihr könnt da jederzeit wieder raus, wenn ihr das nicht mehr haben wollt, weil ihr genug gelesen habt. ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert. Ich werde mich im Schnitt wieder selber dafür hassen, wenn ich mir denke, du wolltest doch einen interessanten Blog machen. Warum redest du schon wieder so viel? Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal wieder ein bisschen mit. Ich hatte voll Bock auf Vloggen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal komplett in Laufklamotten schmeißen. Oh, ich habe, das hat auch zu meiner Laufmotivation beigetragen. Ich habe mir so nice neue Laufschuhe bestellt. Moment. Guckt euch mal diese Farbe an. Wie cool sehen diese Schuhe aus? Und ich habe sie noch keinmal angehabt. Das werde ich jetzt ändern. ja, und seitdem ich diese Schuhe habe, möchte ich unbedingt wieder laufen gehen. Aber das Wetter war die ganze Zeit so kacke und wollte sie nicht dreckig machen. Das sind die. Wie heißen die denn? Ich glaube, das sind die Nike Zoom Fly 5. Kann ich sie gerne mal in der Infobox verlinken. Könnt ihr euch angucken. Aber ich gehe bei Laufschuhen auch immer sehr stark nach der Optik und nach der Farbe. Und ich finde, Laufschuhe müssen immer so eine geile Farbe haben. Also so schwarz oder ich glaube, so schwarze Laufschuhe würden mich gar nicht antören. Da schmeiße ich mich jetzt mal rein und gehe eine schöne Runde bei schönem Wetter laufen. Tada! Guck mal, wie nice diese Schuhe aussehen. Die strahlen so richtig. Ich finde es richtig heftig. Urteil habe ich mir übrigens auch neu geholt. Ich habe mal ein bisschen in meine Laufmotivation investiert. Ja, so ein Laufshirt, das auch so ein bisschen gefüttert ist. Das ist eigentlich auch ganz geil. Und es hat irgendwie hier so, du kannst so die Ärmel, wenn es kalt ist, hier so rüberstülpen. Also ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber das war jetzt so meine Idee, als ich das gesehen habe. Eigentlich ganz smart. So, ich gehe jetzt mal laufen. So, ich bin zurück von meinem Run. Es war sehr nice. Ich war zwar gefühlt super slow. Ich weiß nicht, manchmal hat man ja so Tage, dass man ja das Gefühl hat, man ist lahm wie eine Schnecke. Aber es war trotzdem mega schön und es war einfach gut, die Sonne im Gesicht zu haben. Hat mich in so eine richtig gute Stimmung gebracht. Und ich mache mir seit Ewigkeiten mal wieder Porridge gerade. Lustigerweise bin ich voll zum herzhaften Frühstücker konvertiert. Also ich esse eigentlich immer irgendwie ein Brötchen oder Brot morgens, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es macht mich länger satt. Und wenn ich Süßes zum Frühstück esse, habe ich irgendwann so festgestellt, ja, kriege ich irgendwie schneller wieder Hunger oder bin danach nicht so satisfied, wie wenn ich was Herzhaftes esse. Deswegen, ja, habe ich das irgendwie ein bisschen umgestellt. Aber ja, heute hatte ich mal wieder Lust auf Porridge und ich habe mir den so gemacht, wie ich das früher mal gemacht habe. Also hatte ich ewig nicht wirklich. Und so, und zwar habe ich den püriert, also einmal in den Mixer geschmissen, also Haferflocken, Leinsamen und Milch und ein bisschen Wasser. Und das halt so, ja, dass das so super creamy ist, dass man nicht so diese Haferflockenstruktur hat. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen Proteinpulver reinmachen. Mein Lieblingsproteinpulver. Das hier von Alpha Foods. Das kann ich sehr empfehlen. Das schmeckt echt sehr gut und auch nicht so nach Proteinpulver. Ich glaube, ich habe viel zu viel gemacht. Das wird eine Riesenportion. Zimt darf natürlich nicht. Ach ja, in den Mixer habe ich auch noch eine Banane reingemacht. Damit das so ein bisschen süß ist. Also das Proteinpulver ist auch ein bisschen süß. Aber das wird dann noch geiler.
So, ich habe mich jetzt doch nochmal richtig angezogen und trage das erste Mal dieses Jahr nicht meinen fetten Wintermantel, sondern einen anderen schwarzen Mantel. Aber ja, ich dachte heute, wo die Sonne scheint und es ist ein bisschen wärmer, kann ich endlich mal nicht meine Winterjacke anziehen. Ich finde, der Look sieht schon gleich ganz anders aus mit einem normalen Mantel, als immer dieses fette Ding. Jedenfalls treffe ich mich jetzt in der Stadt mit einer. Ich kann sie eigentlich noch nicht Freundin nennen, weil ich sie noch nie getroffen habe. Aber es ist eine, mit der habe ich so ein bisschen über Instagram connected, beziehungsweise wir haben uns irgendwie gefolgt und dann sind wir so ins Schreiben gekommen und sie macht so was Ähnliches wie ich und dann haben wir einfach gesagt, lass uns mal am Kaffee treffen und das machen wir heute. Es ist auch ein bisschen komisch, wenn man sich so mit jemandem trifft, den man noch nie vorher gesehen hat und ich weiß eigentlich fast gar nichts über sie, halt nur das, was man so bei Instagram sieht. Aber ich bin gespannt. Und ich finde, es macht auch immer Spaß, so zu networken. Und bisher hat sich eigentlich das immer ausgezahlt. Und ich habe ja auch immer probiert, so jede Möglichkeit mitzunehmen. Und immer ergibt sich irgendwas daraus. Oder ja, derjenige kennt dann jemanden, der einem dann vielleicht wieder weiterhelfen kann. Oder irgendwie kommen da immer Connections zustande. Deswegen, ja, ein Learning von meiner Selbstständigkeit bisher ist wirklich, Netzwerken ist das A und O. Auch wenn das für jemanden wie mich, der etwas introvertierter ist, manchmal nicht ganz so leicht ist, aber ja, es lohnt sich. So, und jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Ich hoffe, die Sonne bleibt noch ein bisschen, weil wir wollen eine kleine Runde spazieren gehen und uns einen Kaffee holen. Und zu Hause. Meine Frisur hat auch nicht ganz überlebt. Ich bin gerade am Essen kochen. Es gibt wie mindestens zweimal bis dreimal in der Woche Spaghetti mit einer Tomaten-Veggie-Bolo-Soße. Und ich habe hier noch so Nuggets übrig gehabt. Veggie-Nuggets. Ja, und da habe ich gerade richtig Bock drauf, weil ich bin ein bisschen ausgehungert. Aber es war richtig schön. Also unser Treffen war richtig cool. Hat voll Spaß gemacht und irgendwie ist es immer richtig cool, sich so mit Leuten auszutauschen, die so was Ähnliches oder das Gleiche machen wie du und irgendwie die gleichen Gedanken und Erfahrungen haben. Und ja, das ist irgendwie ganz cool, sich so mit so gleich-minded people auszutauschen. Das war ganz komisch formuliert. aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir haben lange an der Alster gesessen und gequatscht. Das Wetter war richtig toll. Da war ich noch ganz kurz einmal bei Zara und H&M drin. Habe aber irgendwie nicht wirklich was gefunden. Und irgendwie konnte ich mich auch nicht so ganz aufs Bummeln so konzentrieren, weil ich heute irgendwie relativ wenig so von meiner Arbeit geschafft habe. Das Ding ist, sobald ich irgendwie mehr Zeit habe, also weniger Termine so am Tag, umso unproduktiver werde ich. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie hier 2 Stunden, dann muss ich wieder los, dann schaffe ich so viel mehr, als wenn ich so den ganzen Tag keine Termine habe und theoretisch Unmengen an Zeit hätte, um Sachen zu schaffen. Aber dann, weiß nicht, kümmere ich mich irgendwie um andere Sachen und dann, weiß nicht, fange ich an zu putzen oder gucke irgendwas bei Pinterest nach und bleibe da hängen. Und ja, irgendwie habe ich heute sehr wenig geschafft dafür, dass ich ganz theoretisch den ganzen Tag Zeit hatte. Aber naja, so ist das. Ist jetzt auch nicht schlimm. Vielleicht mache ich jetzt gleich noch ein bisschen was nach dem Essen. Boah, irgendwie juckt es mich die ganze Zeit in meiner Schulter. Und ja, mache mir jetzt noch einen gemütlichen Valentinstagabend alleine. Aber es war richtig cool. Die Stadt hat voll Spaß gemacht.